So, mein Engel, jetzt wollen wir mal schauen, what up do die, do die, do die. In Stapel Number 3. Oh my goodness. Green Man, wow. Du hast hier einen Naturburschen, eine Naturfrau. Diese Person hier könnte wortwörtlich alles lieben, was mit Natur zu tun hat. Entweder ist man Umweltschützer, Schützerin oder, ich sag ja, setzt sich für die Umwelt ein, oder man ist Florist, Floristin, man arbeitet vielleicht in der Landwirtschaft, arbeitet gerne mit natürlichen Produkten, mit natürlichen Rohstoffen. Wie zum Beispiel ein Schreiner, der mit Holz arbeitet, oder eine Schreinerin, ja. Hier könnte sich jemand, diese Person hier, Green Man, diese Person könnte vegan, vegetarisch sein. Oder im Bereich, sich mit so, alles was mit Schamanismus zu tun hat, sich damit beschäftigen. Könnte Apotheker, Apothekerin sein. Irgendetwas mit irgendwelchen natürlichen Mitteln, Produkten und Rohstoffen herstellen, pflanzen, pflücken, irgendwas in dieser Richtung. Die Augen sind auch sehr speziell. Das hatte ich aber auch. In Stapel 2, auch in Stapel 1, aber in Stapel 2 mehr, aber auch in Stapel 3 kriege ich das ganz stark rein hier. Hier hat jemand ganz besondere Augen. Ganz besondere Augen. Das Gesicht ist besonders. Sehr bodenständig. Sehr bodenständig. Hier kriege ich wirklich, weil hier Green Man, kriege ich eine Person rein, die sehr erdlastig ist. Stier, Steinbock, Jungfrau. Sehr stark Erde in der Chart hat. Stier, Steinbock, Jungfrau. Sehr pflichtbewusst. Könnte vielleicht, obwohl man, also man hat schon auch ein sonniges Gemüt, aber man ist eher eine ernste Persönlichkeit, ja? Sehr ernst. Sehr respektable Persönlichkeit. Hat einen grünen Daumen. Könnte einen grünen Daumen haben. Versorgt sich vielleicht sogar selbst, oder? Ist unter die Selbstversorger gegangen oder hat es vor? Vielleicht lernt ihr euch ja genau deshalb so kennen. Was ich auch reinbekomme ist, diese Person hier könnte entweder afroamerikanische Wurzeln haben, indigene Wurzeln haben. Hispanic kriege ich auch rein, so mediterran, aber auch irgendwas Arabisches, also arabische Länder kriege ich auch rein. Mediterran habe ich ja, glaube ich, gerade gesagt, ne? Und weil die Augen asiatisch aussehen, könnte sogar auch aus dem asiatischen Raum sein oder irgend so eine Mischung. Hier achtet man sehr darauf, wo die Produkte herkommen. So könnte er oder sie könnte so ein Bio-Freak sein, ja? Das muss alles Bio sein oder das muss hier aus der Region stammen, das Essen. Für Lebensmittel könnte man gerne auch ein bisschen mehr ausgeben, weil man hier auf gute Qualität achtet. Oder man stellt oder sag ja, vielleicht pflanzt man selbst auch ein und züchtet selbst alles, ne? Immer wenn ich schweige, bin ich am Channel, mein Schatz. 1874. 13. Mai 1874.
Ja, jemand vielleicht auch in den Bezug, hier ist jemand vielleicht auch ein bisschen nostalgisch. So liebt alles so Retro-Sachen. Vielleicht lernt ihr euch in einem 13. Mai kennen oder ihr habt euch in einem 13. Mai kennengelernt. Oder die Zahl 13 könnte eine Rolle spielen, der Monat Mai. 1, 8, 7, 4 oder die 18 oder 74 könnte jemand im August geboren, am 1.8.74 geboren sein oder am 8.1.74 oder auch 4.7.81, 1.4.87. Ja, wie gesagt, man könnte hier auf Retro-Sachen stehen. So alte Sachen, Flohmärkte. Hier lebt jemand vielleicht auch Flohmarkt oder betreibt selbst auch vielleicht so einen Antikmarkt oder vielleicht sammelt man antike Sachen oder liebt antike Sachen. Hier, diese Person könnte auch ein Faible, egal ob Mann oder Frau, ja? Diese Person könnte ein Faible auch dafür haben, so alte Sachen zu restaurieren. Entweder macht man das beruflich oder nebenbei, Hobby. Dann könnte man das wieder verkaufen, wieder online oder auf Flohmärkten. Was ich auch einbekomme, ist, dass diese Person hier ein Riesennetzwerk hat, ja? Ein Riesennetzwerk. Guck mal. Er oder sie kennt unglaublich viele Leute aus allen Schichten. Woher er oder sie diese Leute kennt, I don't know. Jetzt werden wir sehen, was die übrigen Karten sagen. Aber ich sag dir, hier kennt man Gott und die Welt. Wirklich in allen Bereichen, man kennt Gott und die Welt. Hier könnte jemand auch ein Historiker sein, ne? Eine Historikerin. Vielleicht interessiert man sich für Geschichte, für die alte Geschichte, also überhaupt für Historie, Geschichte. Auf jeden Fall hat man einen Hang zu Retro und Vintage, alte Sachen, Geschichte, Historie. Hier ist jemand ein Sammler, eine Sammlerin. Hier könnte jemand auch in der Heilkunde, vielleicht so, weiß ich nicht, Kräuterkunde, Heilkunde, Homöopathie, Heilpraktika, Schamanismus habe ich ja schon gesagt, ne? In diesen Bereichen, so mit alternativer Medizin sich beschäftigen. Und weiterschauen. Ebb and Flow. Ebbe und Flut. Oh, er oder sie hat einiges im Leben schon mitgemacht. Uiuiuiui. Hier hat man wirklich Ebbe und Flut erlebt im Leben. Man ist mit allen Wassern gewaschen, aber jetzt nicht, weil das ist, hat immer so ein, das sagt man ja eher so, mit allen Wassern gewaschen, eher nachteilig. So meine ich das aber nicht. Also weil man halt schon so viel erlebt hat. Man hat Ebbe erlebt und man hat auch hier die Flut erlebt, ja. Alles. Wo gar nichts da war, dass man alles verloren hat, Ebbe wirklich hier alles verloren, muss über null anfangen. Und dann die Flut, also wo die Fülle dann auch wieder kam. Ebbe und Flut. Hier musste auch jemand lernen, die inneren Triebe, damit meine ich aber jetzt, das meine ich jetzt nicht sexuell, mit inneren Triebe meinte ich jetzt so haben wollen oder Gier oder so. Hier musste jemand Selbstbeherrschung lernen. Hier hat jemand Probleme gehabt mit Selbstbeherrschung. Hat sich jemand stark transformiert. Könnte sehr zurückgezogen leben. Liebt auch so das zurückgezogene Leben. Man kennt zwar hier Gott und die Welt, das heißt aber nicht, dass man sich ins Getümmel stürzt. Man liebt die Natur,
Diese Person könnte zum Beispiel auch so gerne Bücher und Filme sehen und lesen, die mit Drachen zu tun haben, Fabelwesen, Herr der Ringe, Hobbits, ihr wisst so, die so Sachen. Bereits als Kind, aber jetzt immer noch. Oder so gerne Filme gucken mit Drachen und Hexen und Vampiren und auch das kann es sein. Beides. Dieser Mann, diese Frau, ob man es nun weiß oder nicht, hat aber ursprünglich ganz, also die von der DNA her, ja? Und das weiß man vielleicht gar nicht. Weil ich hier den Drachen habe, dann hier diese Frau hat asiatische Augen, hier habe ich gesagt, also die Familie, die wirklich, wie sagt man, die Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Urahnen stammen aus dem asiatischen Raum. Das wissen die viele, das weiß er gar nicht, das weiß sie gar nicht. Vielleicht schon, vielleicht hat man so, kennt ihr diese DNA-Test? Vielleicht hat man so einen DNA-Test gemacht und dann kam das raus. Aber meines Erachtens weiß man es vielleicht gar nicht, ja? Und das siehst du auch in den Augen. Also selbst wenn jemand Europäer ist, aber irgendwas Asiatisches ist in den Augen. Und das kommt daher, weil die Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Urahnen Asiaten waren. Die haben sich dann irgendwann vermischt und sind vielleicht nach Europa oder nach Afrika oder wo auch immer. Aber die Urahnen waren Asiaten, also stammen aus dem asiatischen Raum. Auch diese Person, genauso wie in Stapel 2, nicht so stark wie in Stapel 2, aber geht in die Richtung, hat magische Fähigkeiten. Beschäftigt sich vor allen Dingen auch damit. Er oder sie könnte sich auch mit Alchemie beschäftigen, mit Spiritualität, spirituellen Themen. Wenn ihr es knarzen hört, das ist hier meine Fußstütze. Ich habe hier zwei Laternen. Wir haben hier eine Person, die anderen den Weg weist. Sehr weise. Aber eben, weil man hier durch Ebbe und Flut im Leben gegangen. Man hat alles, man hat mehrfach alles verloren, musste wieder bei Null anfangen, wieder alles verloren, wieder bei Null anfangen. Und diese Frau, dieser Mann könnte alle möglichen Jobs im Leben gemacht haben. Wirklich alles vom Tellerwäscher bis alles Mögliche. Wenn du dir den Lebenslauf dieses Mannes, dieser Frau anschaust, da ist alles dabei. Alles. Weiß ich nicht. Vielleicht mal gekellnert, dann mal wieder im Büro gearbeitet, dann mal, weiß ich nicht. Also überall. Moment, dann kommen wir hier. Überall hat man mal gejobbt, gearbeitet, alles Mögliche hat man gemacht. Vielleicht auch mehrere Ausbildungen. Ganz viele Ausbildungen. Workshops, Seminare. Man könnte sogar auch jetzt selber, weil man ja auch alles das im Leben gemacht hat und gelernt hat, anderen, weil ich habe die Laterne wie beim Eremiten. Ja, ich kriege hier sehr stark, hier könnte jemand auch stark Jungfrau in der Chart haben. Stier, Steinbock, Jungfrau, aber Jungfrau kommt hier ganz stark durch. Hier könnte jemand auch anderen das Wissen jetzt weitergeben, das man gelernt hat, weil man halt in allen Bereichen Erfahrungen gesammelt hat und selber auch viele, sag ja, viel gelesen hat, viele Kurse besucht hat, Webinare und. Und das so vom Coaching her, da kann alles dabei sein, alles. Das ist ja ein Nachtmensch, ne? Das ist ja ein Nachtmensch, nachtaktiv. Weil ich hier die Laterne habe und dann habe ich hier den Waschbären. Kleinen Waschbären. Und die sind ja nachtaktiv, die Waschbären. Also das ist hier eine Nachteule. Diese Person hier könnte nachts sehr lange wach sein, lesen und was man sich, was man nicht alles macht. Also hier.
Ist eher ein Nachtmensch. Man liebt die Nacht. So ein bisschen Eremiten-like, ja. Zieht sich auch mal gerne zurück. Ich sage, man kennt hier Gott und die Welt, aber privat am liebsten zieht man sich gerne zurück. Und sucht immer, man ist immer auf der Suche nach Erleuchtung, ja, immer auf der Suche nach Antworten, immer auf der Suche, wo kommt was her, warum ist das so und wie kann man das besser machen? So ein bisschen auch ein Weltverbesserer, eine Weltverbesserin, ja. Man könnte Tattoos haben, oder sie könnte tatsächlich Tattoo haben, vielleicht sogar auch ein Drachentattoo, auch das kann es sein. Oder irgendwas, was mit Natur zu tun hat, vielleicht auch Waschbär. Und hier, das sieht aus wie Schnee, als ob da Schnee liegt hier. Diese Person könnte vielleicht auch so Schnee lieben. Entweder stammt man ursprünglich aus einem Land, wo sehr viel Schnee liegt, eher so kalte Gebiete, ja, wo viel Schnee liegt im Winter, extrem viel Schnee. Weiß ich nicht, Kanada oder. Was gibt es denn noch? Alaska, keine Ahnung. Also aus einem Gebiet, wo es sehr kalt ist. Oder man liebt es. Man liebt Schnee, man liebt Skiurlaub, man Schlittenfahren, alles was mit Eis und Kälte zu tun hat. Oder man mag es kühl. Und metaphorisch gesprochen hat man auch sehr viel Kälte abbekommen von den Menschen, ne? Deshalb hat man sich dann auch irgendwann zurückgezogen. Lass mal ganz kurz die Karte hier näher angucken. Guck hier, man hat den inneren Drachen bezwungen. Hier ist jemand wirklich durch Himmel und Hölle gegangen im Leben. Aber hat dadurch gelernt, den Drachen zu bezwingen. Guck hier. Und hat auch hat so was Beruhigendes. Diese Frau, dieser Mann kann auf Menschen sehr beruhigend einwirken. Wirklich. Wie von Zauberhand. Selbst der größte Choleriker wird bei ihm, bei ihr ganz ruhig. Ganz ruhig und entspannt sich. Ist wirklich eine Person, die inneren Dämonen von Menschen zum Schweigen bringen kann, auf sanfte Art, aber auch nur, weil man alles, wirklich alles erlebt hat. Hier hast du einen Menschenkenner. Dieser Mann, diese Frau kennt die Menschen, weiß, wie sie ticken, weiß, wo man sie anpacken muss, kennt jeden Menschentypen, weiß genau, wie dieser tickt, wie diese tickt, wie man mit dem umgehen muss, wie man mit dieser Person umgehen muss. Was darf man bei dem nicht machen? Was darf man bei der nicht machen? Menschenflüsterer. Wirklich. Sehr analytisch, sehr beobachtend. Wie ein Eremit, sag er, wie ein Eremiten. Wie ein Eremit. Tägliche Praxis. Je mehr du deine neuen, das hatte ich auch in Stapel 1. Du musst dir unbedingt Stapel 1 angucken, denn. Es ist gut möglich, dass dein Single eine Kombination aus Stapel 1 und Stapel 3 ist. Tägliche Praxis. Je mehr du deine neuen Fertigkeiten praktizierst, umso wohler fühlst du dich und umso mehr Selbstvertrauen gewinnst du. Das ist total crazy. Genau dasselbe, nur in einer anderen Karte. Hatte ich in Stapel 1. Dein Single ist eine Kombination aus Stapel 1 und Stapel 3. Dieser Mann, diese Frau könnte tatsächlich auch künstlerisch tätig sein, also kann sehr gut malen, zeichnen, eventuell skizzieren. Vielleicht hat man so ein Skizzenbuch, weißt du, so wo man Skizzen macht oder malt, wirklich. Hier könnte jemand tatsächlich auch gerne malen.
Und jetzt kommt ganz was Schräges. Hier, dieser Mann, diese Frau könnte tatsächlich auch im Modedesign, ja, wirklich Modedesign, arbeiten, tätig sein oder kann auch ein Hobby sein, dass man. Oh, ich sitze schon seit 500 Stunden hier. Also, dass er oder sie vielleicht mal eine Modeschule oder eine Zeichenschule, eine Kunstschule besucht hat st oder studiert hat. Oder es, das als Hobby macht. Hier könnte jemand sogar auch noch erst kürzlich damit begonnen haben. Und wenn es nicht das Malen ist, dann ist das irgendeine andere, ein anderes Hobby. Hier hat man ein gewisses Hobby, an dem man immer noch arbeitet. Also man ist noch nicht, ja, noch nicht sicher darin. Weil im Stapel 1 hatte ich Meister. Deshalb sage ich, die können zusammenhängend sein. Weil hier übt jemand noch und im Stapel 1 habe ich dann schon den Meister gehabt. Hier will jemand unbedingt ein besonderes Talent meisterlich können und ist immer und arbeitet da, also übt darin. Vielleicht macht er oder sie eine Umschulung oder ist in der Umschulung oder macht ein Fernstudium, besucht nebenher noch Seminare, Webinare. Aber alles das kann auch sein, dass man das, dass das der Beruf ist oder ein Hobby, dass man andere nebenher in irgendwas coacht, irgendwas beibringt. Vielleicht zeigt er oder sie den Menschen, wie man die inneren Dämonen bekämpft, ja? Durch zum Beispiel vielleicht Meditation, ne? Dass man hier zeigt, wie man den Geist beruhigen kann, die Seele beruhigen kann, Tai Chi. Also diese Person könnte anderen Personen durch irgendwas, durch Kunsttherapie oder durch irgendwas, Gartenarbeit, anderen zeigen, wie man runterkommt, wie man entschleunigt, können auch Atemübungen sein. Also ist es ein Mann und eine Frau, nicht nur, dass man selber irgendwas erlernt, sondern auch anderen beibringt, aber hauptsächlich kriege ich hier rein, dass man anderen beibringt, wie man runterkommt, wie man runterfährt. Und das war bei ihm, bei ihr nicht immer so. Das musste man selber erst mal lernen, aber jetzt hat man das. Guck hier. Guck mal, wie man so den, wie man den Drachen bezwingt mit der Hand so. Guck hier, der Drache ist hier hörig. Macht genau, was diese Frau will. Und der Waschbär, der guckt ganz gespannt, so, wow. Und der Eremit steht für Studium, für Coaching auch, ne? Anderen etwas beibringen, aber auch selbst etwas lernen. Mal hier. She who instigates. Regina. Regina steht für Königin. Leadership. Provocation Power. Hier hat jemand, das ist eine sehr machtvolle Person. In Stapel 2 hatte ich eine sehr magische Person und hier habe ich eine sehr mächtige Person. Sehr mächtig. Oh, wenn man will, da kann man auch anders. Gucken hier, hier gucken die Hörnerchen schon raus. Und hier ist die Schlange. Aber, also hier hast du einen Heiler. Das ist eine Heilerin, ein Heiler. Guck mal hier die Schlange. Dieser Mann, diese Frau kann hier Menschen heilen. Und hat Führungsanspruch. Sag ja, habe ich ja vorhin noch gesagt, es ist eher eine ernste, ich kriege ja eine ernste Person rein, weil guck mal hier, diese Person ist so ernst. Auch ernst. Ernst ist heute 3 Jahre alt. Hier auch sehr ernst, ja. Also eine wirklich ernste Persönlichkeit. Und sehr machtvoll. Straight. Sehr straight, machtvoll. Und kann so. Andere fühlen sich bei ihm, bei ihr sicher. Und ich habe ja noch vorhin gesagt, ich kriege hier Erde rein. Stier, Steinbock, Jungfrau. Leadership. Eine Person, die andere anführen kann. Vielleicht hat man sogar auch eine hohe Position irgendwo.
Entweder ist man selbstständig oder man hat eine hohe Position oder man leitet in irgendeiner Form einen Kurs, leitet Menschen an. Und man hilft Menschen, sich zu transformieren. Ich sag doch hier, zu entschleunigen, die inneren Dämonen zu bekämpfen, wieder zu sich selbst zu finden. Hat heilerische Fähigkeiten. Also entweder macht man das als Hobby oder es ist der Beruf oder beides. Starke heilerische Fähigkeiten und eine sehr kraftvolle, mächtige Persönlichkeit. Sehr respektable Persönlichkeit. Also bei dieser Person hier traut sich keiner, blöde Scherze oder blöde Sprüche von sich zu geben. Wenn diese Person in den Raum kommt, da stehen aber alle wie eine Eins, du. Stillgestanden. Ich sag nicht, dass er oder sie das verlangt. Aber es ist die Präsenz, die diese Person hat. Die Person hat so eine machtvolle Präsenz. Man kommt, er oder sie braucht nur in den Raum zu gehen und alle sind sofort hier, ne? Stehen kerzegerade. Und es ist einfach die Ausstrahlung, die dieser Mann, die diese Frau hat. Aber das kommt durch hier, durch was man alles erlebt hat. Das spürt man, dass man diesem Mann, dieser Frau nichts vormachen kann. Man hat schon alles gesehen, alles erlebt und durch Tod und Teufel ist man durch, ja? Durch die Wüste und durch alles. Durch alle sieben Meere geschwommen. Also, sagst du ja. Auch hier von den Haaren. Entweder hier kriege ich rein, dass man entweder, ich meine, ich habe hier jetzt, hab ich hier zum Beispiel alle Haarfarben, aber ich kriege hier schon eher rein, dass man entweder extrem helle Haare hat oder extrem dunkle Haare hat. Weil bei den anderen zwei Stapeln, da habe ich alles gehabt. Hier habe ich natürlich jetzt auch alles. Aber trotzdem, was ich reinchannel, ist entweder sehr, sehr helle Haare oder sehr dunkles Haar. So weniger irgendwie dazwischen liegend. So sehr kontrastreich. Kontrastreich. Vielleicht hat man auch so Salt and Pepper Haare. Also Salt and Pepper heißt so. Vielleicht hat man so grau-schwarze Haare oder ne, so blond-grau. Also irgendwas ist kontrastreich. Und dann habe ich hier. Also hier könnte wirklich jemand Gruppen anführen. Man ist hier wie so ein Gruppenführer, Gruppenführerin. Vielleicht ist man, so ganz blöd gesagt, bei den Pfadfindern. Oder hat irgendeine Leadership, haben wir ja hier gesagt, ne? Hier. Leadership, Power. Diese Person hier lässt sich nicht provozieren. Da kannst du machen, was du willst. Hier lässt sich jemand nicht aus der Ruhe bringen. Da lacht man nur drüber oder schmunzelt oder lässt dich eiskalt stehen und geht und ghostet dich. Diese Person ghostet dich ohne Probleme. Da kannst du ausflippen, diskutieren. Vergiss es. No chance bei diesem Mann, bei dieser Frau. Da dreht man sich im Absatz um, ohne ein Wort zu sagen und geht. Lässt man dich einfach im Regen stehen. Also hier lässt man sich nicht aus der Ruhe bringen. Er oder sie könnte entweder eine Selbsthilfegruppe leiten. Also irgendeine Gruppe von Menschen leitet man an. Ob es jetzt Hobby ist, Beruf ist, ich weiß es nicht. Aber ich kriege hier rein, dass er sie eine Gruppe von Menschen anleitet. Es kann Malkurs, Kunst, alles sein, alles, wirklich. Na, nagelt mich jetzt hier nicht auf irgendwelche Berufe oder irgendwas fest. Das kann wirklich alles sein. Ich kann Ihnen nur sagen, dass man eine Gruppe anführt. Ob es jetzt mit Selbsthilfegruppe zu tun hat oder ob es eine Hobbygruppe ist, eine Band ist, ob es eine schamanische Gruppe ist, das kann wirklich alles sein. Oder ein Team. Kann auch ganz normal irgendwo im Office sein. Vielleicht hat er oder ist jemand CEO oder Chef von irgendwas. Dann möchte ich dir aber sagen, selbst wenn man irgendwo so richtigen 3D-Job hat, irgendwo in der Bankenstadt in Frankfurt, Investmentbanker,
diese Person hier hat eine andere Seite und die andere Seite ist naturverbunden, beschäftigt sich mit Spiritualität, aber das ist etwas, das weiß niemand. Das macht man nur mit sich selber aus oder mit den Menschen, die einem nahestehen, ganz klar. Also man hat hier zwei Seiten, zwei Seiten. Und wenn man keinen 3D-Job hat, dann ist man durch und durch hier Naturbursche, ja, Naturfrau. Green Man. Ein schöner Titel, finde ich, ne? Green Man. Befreie dich. Guck mal hier. Es ist Zeit, die Kontrolle über dein eigenes Leben zurückzuholen. Das ist das, was er oder sie gemeistert hat im Leben. Sich und andere zu kontrollieren. Das ist hier Mastermind. Diese Person hier hat sogar auch die Fähigkeiten, andere zu hypnotisieren. Entweder macht man das tatsächlich beruflich nebenher oder es ist eine Begabung, die man hat. Guck mal hier. Richtige Hypnoseaugen. Diese Frau, dieser Mann, guck mal hier, kann regelrecht hypnotisieren. Richtig hypnotisieren. Und ich sagte, vorhin habe ich ja noch gesagt, hilft den Menschen, sich zu befreien. Hilft den Menschen, ihr Potenzial zu sehen. Zeigt den Menschen, wo sie ihre inneren Dämonen haben, wie sie sich davon befreien können, wie sie ihre Ängste loswerden, wie sie wieder an sich glauben. Das hier könnte jemand so ein Motivationscoach sein, Motivationstrainer, so ein Powertrainer, Mentaltrainer, Mentalcoach, egal ob Mann oder Frau. Öffnet den Geist, kann den Geist heilen von Menschen, zeigt ihnen, dass die Grenzen nur in ihrem Kopf sind, zeigt ihnen, weil wir hier ein Einhorn haben, zeigt ihnen ihre Individualität und zeigt ihnen, wie man voller Mut sich seine Individualität und seine Fähigkeiten entfaltet. Wie man wieder, wenn Menschen die Kontrolle verloren haben durch Burnout, Depression oder so, hat diese Person die Gabe, den Menschen zu zeigen, wie sie wieder die Kontrolle in ihrem eigenen Leben zurückgewinnen können. Aber alles das musste sie selber auch einmal lernen. Alles das hat man mal nicht gekonnt. Und jetzt, weil man durch Ebbe und Flut gegangen ist, hat man das gelernt. Man ist jetzt zum Eremiten geworden. Und darüber, so könntet ihr euch kennenlernen. Also entweder besucht ihr beide so einen Kurs oder diese Person hier ist ein Mann, eine Frau, die dir zeigt, wie du dich befreien kannst. Sei es privat oder es ist tatsächlich irgendein Kurs, den du besuchst und dann verknallt ihr euch ineinander. Oder du machst du gehst zu so einer Selbsthilfegruppe oder du bist in einer Kunstgruppe oder hier, weiß ich nicht, irgendwas mit Landschaft, Blumen, Wald, Wiesen, Umwelt, alles das. Und dann lernt ihr euch darüber kennen. Eins ist sicher, einer von euch beiden oder ihr beide werdet euch von irgendwas befreien. Ihr werdet euch begegnen, oder vielleicht seid ihr auch schon euch bereits begegnet, um euch zu befreien. Von allem, was euch mental klein hält. Ihr werdet euch, also der Grund eurer Begegnung ist auch die Heilung, gegenseitige Heilung. Hier habe ich die Schlange. Wenn ihr euch kennenlernt, eure Begegnung wird eure Transformation aktivieren. Ihr werdet nicht mehr dieselben sein. In dem Augenblick, wenn ihr euch kennenlernt und euch ineinander verliebt, werdet ihr euch transformieren. Und zwar so gewaltig. Volle Lotte. Solitude, guck hier, Solitude, Einsamkeit. Ich hab's noch gesagt. Das ist hier ein Solitär. Das ist eine Person, die liebt es, allein zu sein, diese Person, Mann, Frau, egal. Lebt zurückgezogen,
kennt Gott und die Welt. Könnt sogar in der Öffentlichkeit stehen. Aber wenn es ums also persönlich bevorzugt man es, allein zu sein. Man liebt es, allein zu sein. Diese Person fühlt sich nicht einsam. Im Gegenteil, diese Person sucht die Einsamkeit. Liebt Einsamkeit, liebt Rückzug, wie ein Eremit. Solitude. Habe ich wohl noch gesagt. Und hier hast du einen Mann, eine Frau. Er oder sie wird es lieben. Lieben. Wenn du jemand bist, die gerne ausgeht, der gerne ausgeht, dann no chance. Diese Person hier ist gerne zu Hause und will auch mit dir gerne zu Hause sein und dann über Gott und die Welt mit dir reden. Zu Hause. Es sich zu Hause gemütlich machen. So wirklich sich zu Hause eine Insel schaffen. So, dass man alles hat. Ein Pool, ein Garten und dass ihr alles, was ihr. Ihr braucht noch nicht mal in Urlaub fahren. Er oder sie wird dafür sorgen, dass euer Zuhause wie ein Paradies sein wird, wo man muss gar nicht mehr in Urlaub gehen, weil ihr alles habt. Da wird's. Da kann man schwimmen, da kann man sich sonnen, da kann man, ihr werdet alles haben. Und hier kriege ich einen Mann rein, eine Frau rein, die sehr, sehr entweder einen Sinn für Dekoration hat oder handwerklich begabt ist oder beides, ja. Also er oder sie hat wirklich einen Sinn für Schönes, hat einen sehr guten Geschmack. Also vielleicht hat man sogar schon sich ein Zuhause aufgebaut, wenn du in die Wohnung gehst oder vielleicht sogar in das Haus, wenn er oder sie ein Haus besitzt, dann das fühlt sich an wie Urlaub. Und das kann mitten im Dorf sein, in Buxtehude. Das kann sogar auch mitten in der City sein. Das ist wie eine kleine Oase. Diese Person hier hat sich eine richtige Oase geschaffen oder ist dabei, sich eine Oase zu schaffen. Vielleicht auch gemeinsam mit dir. Also wenn ihr euch kennenlernt und zwischen euch wird mehr werden. Und in beiden Stapeln hatte ich, dass man gerne reist. Diese Person reist nicht so gerne. Und wenn man verreist, dann irgendwo, wo keine Menschenseele ist. Also das ist hier eine sehr ambivalente Person, Ebbe und Flut, ambivalent. Man kennt Gott und die Welt, man hat ein Riesennetzwerk, aber man selber möchte seine Ruhe haben. Wenn man Urlaub macht, dann auf einer einsamen Insel. Mit dir zwar, aber ohne viel Tourismus oder so, auch keine großen Touren oder Vielleicht mal hier auf der Insel tauchen, schnorcheln. Hier so. 5 Leute auf einer Rieseninsel. Das ist schon zu viel für ihn oder für sie. Man redet gerne. Wirklich, man diskutiert gerne über Gott und die Welt. Ja, so in einem kleinen Kreis. So vielleicht so maximal 5 Freunde einladen. Und dann reden die ganze Nacht wirklich über alles. Philosophieren, reden. Sich austauschen, das liebt man. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass diese Person deshalb gerne alleine ist oder die Einsamkeit sucht, weil man vielleicht beruflich oder durch irgendwas, was man tut, ständig mit Menschen zu tun hat und dann energetisch ausgesaugt ist und deshalb will man dann seine Ruhe haben. Dann will man nicht auch noch privat, weißt du, auf Partys gehen oder durch Gott und hier eine halbe Weltreise machen, sondern weil ich sehe, dass diese Person viel mit Menschen zu tun hat und dann muss man hier so, cut, ich will allein sein, ich brauche meine Ruhe. Hier darfst du dich auch nicht wundern, wenn man sogar auch mal von dir seine Ruhe haben will. Das hat mit dir nichts zu tun, das braucht dieser Mensch, um runterzukommen. Also hier ist auch eine Person, Wassermann kann auch sein, ja, weil ich habe hier so, das sind typische Wassermann-Augen, ja. Also hier könnte jemand auch Wassermann haben, Wassermann, die brauchen viel Freiraum, okay. Also könnte hier wirklich auch jemand sein, der braucht dann, der will, er, sie will dann auch mal alleine sein. Wenn ihr mal zusammenzieht, dann braucht man einen eigenen Ruheraum. Wo man sich zurückzieht, wo man malt, bastelt, tüftelt, liest, nachdenkt und sagt, Schatz, bitte nicht stören, Schild hängt an der Tür. Ich will jetzt mal 2-3 Stunden niemanden sehen, niemanden hören. Ich liebe dich über alles, aber bitte lass mich jetzt für 2-3 Stunden in Ruhe. So eine Person hast du hier.
Scales, Justice, Documents. Du hast, vorhin habe ich noch gesagt, hier vielleicht Investmentbanker, aber hier könnte jemand doch Anwalt sein. Justice, Documents. Hier. Diese Person hier könnte in der Justiz arbeiten, als Anwalt oder Rechtsanwaltsgehilfin, Gehilfe. Könnte sogar auch in der Sachbearbeitung mit oder Behörde, Amt arbeiten, mit Dokumenten, Verträgen zu tun haben. Und deshalb hier auch dann der Ausgleich. Deshalb will man dann seine Ruhe haben oder ist so ein Naturbursche oder hier könnte jemand auch so ein spezielles Hobby haben, sage ich hier. Alte Dokumente sammeln, alte Bücher sammeln, Vintage, Retro. Vielleicht sammelt man sogar altes Geld, alte Briefmarken, kriege ich rein. Egal ob Mann oder Frau. Das ist hier Sternzeichen Waage. Kommt hier auch stark. Ja, die brauchen auch viel Freiraum, Wagen. Aber ich kriege hier stark Erde, Stier, Steinbock, Jungfrau, Waage. Solitude, das ist mehr hier. Solitude, das ist hier Jungfrau. Aber auch diskutieren, ne? Diskutieren. Diese Person diskutiert auch. Kann dich gut gegen die Wand diskutieren. Das ist hier dann Zwillinge, ne? Kommunikation, Diskussion, das ist Zwillinge. Und sie braucht Harmonie. Das ist ihm ihr wichtig, Harmonie. Deshalb auch diese Ruhe zum Runterkommen. Man muss runterkommen. Dieser Mann, diese Frau könnte eher kühl sein. Ist eher so, ist eine kühle Persönlichkeit. Das heißt nicht, dass man jetzt weniger romantisch ist oder dass man nicht romantisch ist. Nein. Aber man ist eher ernst und kühl. Genau das Gegenteil von 1. Oder, weil ich ja gesagt habe, diese Person kann eine Mischung sein. Weil das ist nämlich das Witzige. Hier habe ich es total ernst und seriös. Und in Stapel 1 habe ich es eher humorvoll, lustig und goldig und albern und verspielt. Und das können die zwei Seiten sein. Und das ist, deshalb sagte ich, hier ist jemand ambivalent. Ebbe und Flut. Man, entweder ist man richtig ernst, seriös, das kann man aber in Stapel 1 hatte ich das auch, Selbstbeherrschung hatte ich da. Entweder ist man so ernst, straight im Job vielleicht, aber dann im privaten Bereich oder mit Menschen, die einem nahestehen, dann ist man eher kindisch, albern und also ist das genaue Gegenteil. Schau dir bitte unbedingt Stapel 1 an, denn dein Single ist eine Kombination aus Stapel 3 und Stapel 1. Authority, das habe ich doch gesagt. Mars in Steinbock, okay, 10. Haus. Oh, das ist ein Karrieremensch. Das ist ein Karrieremensch, guck mal hier. Und hier haben wir ja Regina, guck. Hier haben wir die Königin, hier haben wir den König. Guck, Regina. Leadership. Mars in Steinbock. Uiuiui. Sag, was habe ich nicht vorhin noch gesagt? Guck mal hier, Autorität. Wenn diese Person in einen Raum kommt, dann stehen alle Kerze gerade. So ein richtig, ohne dass man was tun muss. Einfach die Ausstrahlung dieses Mannes, die Ausstrahlung dieser Frau. Hier Steinbock. Und vorhin habe ich noch gesagt, ich krieg hier Stier, Steinbock, Jungfrau. Erde kriege ich rein. Guck, Mars in Steinbock. Oha. Mars in Steinbock. Obacht. Ja? Also diese Person hier verlangt Respekt. Ansonsten, hier, Justitia. Das ist wirklich, also vor dieser Person hat man, die Menschen haben vor ihm, vor ihr Respekt. Man muss noch nicht mal irgendwas tun. Man kommt einfach nur in den Raum rein und, sag ich ja, alle Kerze gerade. Hier, alle in Reih und Glied, stillgestanden. Mars in Steinbock und ein Karrieremensch. Sehr ambitioniert. Und dabei ist es egal. Karrieremensch, dieser Mann, dieser Frau muss nicht unbedingt irgendwo in der Justiz arbeiten oder Behördeamt oder so. Muss nicht sein. Da, ich habe vorhin noch gesagt, in egal was man hier tut, hat man eine Führungsposition. Selbst wenn sie schamanische Kurse gibt. Trotzdem
wenn dieser Mann, diese Frau in den Raum kommt, dann alle staunen, alle stehen da. Sehr respekt, also keiner traut sich da irgendwie irgendwas Blödes zu sagen. Und das musste man lernen. Wenn du die Stapel 1 anguckst, dann wirst du verstehen, was ich damit meine. Das war nämlich nicht immer so. Hier hat man gelernt, sich Respekt zu verschaffen. Kann nämlich sein, dass man diese Personen in der Vergangenheit nicht respektiert hat. Und man hat, man, das musste, ich sag ja, das musste er sie lernen, ja. Und das hat man aber hier durch die, durch den, durch Beruf, Berufung. Dieser Mann, diese Frau, und das ist ja total crazy. Denn in Stapel 1 kam heraus, dass jemand einen Job macht, der aber nicht die Berufung ist. Und hier, 10. Haus, ist aber Berufung. Also entweder spricht es von der Vergangenheit, entweder hat dieser Mann, diese Frau früher irgendwas gemacht, was total der falsche Job war, aber jetzt ist das, was man jetzt tut, das ist die wahre Berufung. Also das kann praktisch die Vergangenheit, Stapel 1 kann die Vergangenheit von dieser Person sein, okay? Wie es früher war und so ist es jetzt. Und so erfährst du, dass denn, wie dein Single früher war, wie dein Single, den du kennenlernst, Mann oder Frau, jetzt ist. Ebbe und Flut, habe ich ja gesagt, Ebbe und Flut. Dass man hat immer wieder bei Null anfangen müssen. Und vorher war man verspielt, lustig, man wurde nicht ernst genommen, man hat immer in den falschen Berufen gearbeitet. Und irgendwann hat es tick-tack, tick-tack, zack. Hier haben die Sterne eine Rolle gespielt. Und plötzlich hat man seine Berufung gefunden. Was immer die Berufung ist, das kann alles sein. Klar, kann hier Justiz, weil ich Justice habe, aber das meine ich jetzt nicht. Jetzt, was immer dieser Mann, diese Frau tut, den du hier, die du hier kennenlernen wirst, das ist jetzt die wahre Berufung, in der man ist. Das ist die wahre Berufung. Und die wahre Berufung besteht darin, Menschen zu befreien, innerlich zu befreien. Hier. Menschenflüsterer. Diese Frau, dieser Mann bekommt sehr viel Respekt von seinem, ihrem Umfeld, ist eine sehr respektable Persönlichkeit. Hier bei diesem Mann, bei dieser Frau traut sich keiner irgendwie so irgend, no chance. Da wird man direkt verklagt. Mit ihm, mit ihr, mit ihm, mit ihr darfst du es dir nicht verscherzen, ja? Aber wirst du auch nicht. Das, ich sag ja, man hat irgendwann, hat sich dieser Mann, diese Frau, eine Aura, es hat, ist eine Aura entstanden. Durch die Lebenserfahrung, durch das, was man erlebt hat, ist eine Aura entstanden, die dafür sorgt, dass andere ihn oder sie automatisch respektieren. Und das war früher nicht der Fall. Das kam erst. Also einige Menschen haben sogar auch Angst vor ihr, von ihm, vor ihr, vor ihm. Aber die Berufung dieses Mannes, dieser Frau ist, Menschen zu heilen, sie von inneren Dämonen zu befreien, ihnen zu zeigen, dass die Grenzen bei ihnen im Kopf sind. Und vielleicht lernt ihr euch so darüber kennen. Entweder lernt ihr euch tatsächlich über irgendwas Justiz kennen. Ihr lernt euch über die Justiz kennen. Vielleicht, weil, wenn er oder sie wirklich Anwalt ist, dann kann er oder sie dein Anwalt sein, ja? Aber auch irgendwo in einem Amt, einer Behörde arbeiten oder irgendein Experte sein. Irgendwo ein Experte sein und dadurch lernt ihr euch kennen, weil man hier irgendwas macht, irgendwelche Kurse gibt oder ein Experte ist und so weiter und so fort. Und hier könnte dir jemand aus irgendeiner Situation heraushelfen und dadurch, weil, guck mal, hier befreie dich. Irgendjemand hilft dir, oder dieser Mann, diese Frau, wird dir, das ist die Art und Weise, wie ihr euch kennenlernt oder kennengelernt habt. Entweder wirst du ihm, ihr helfen, sich aus irgendwas zu befreien. Vielleicht bist du ja irgendwo in der Justiz tätig und hast dieser Frau, diesem Mann, dieser Frau, diesem Mann, genau, ich kann schon nicht mehr reden. Ich bin hier seit Stunden schon dran. Hilft ihm oder ihr irgendwo raus, okay?
Sei es das, vielleicht ist es irgendwas Heilerisches, vielleicht ist es was Spirituelles, aber vielleicht auch auf 3D-Ebene. Und weiter schauen. Ja, also mehr Transformation geht wirklich nicht. Die Schlange, Transformation. Frosch, Transformation. Also ich sag dir, du hast hier, diese Frau, dieser Mann hat die Gabe, sich zu verwandeln. Immer wieder zu verwandeln, zu verwandeln, zu verwandeln, zu verwandeln. Transformieren, transformieren. Und mit jedem Mal wird man besser und besser und besser und besser. 10. Haus, Midheaven. Mit jedem Mal wird man besser und besser und steigt auf, steigt auf, steigt auf, steigt auf. Und nicht nur er, sie selbst, sondern zeigt auch anderen, wie man sich transformiert, befreit, sich selbst beherrscht, mental wieder gesund wird, mental stark wird, an sich glaubt, sich motiviert, sich wandelt, eine Metamorphose durchmacht. Also unglaublich. Der geborene Heiler, die geborene Heilerin. Aber man musste erst mal zum Heiler werden. Wirklich. Also ich sag dir mal ganz ehrlich, diese Frau, dieser Mann ist durch die Hölle. Und die Hölle ist noch gar nichts dagegen. Durch die Hölle gegangen. Sei es beruflich, sei es im Umfeld, Freunde, Familie, finanziell, gesundheitlich, alles. Es gibt keinen Bereich des Lebens, wo diese Person nicht die Hölle durchlebt hat. Regelrecht die Hölle. Aber nur, um zu lernen, wie es geht, weil die Berufung es ist, anderen zu zeigen, wie es geht. Das ist unglaublich. So seine unglaubliche Persönlichkeit. Wow. Der Schöpfer, guck. Boah, das ist ja unglaublich. Du hast hier eine Auserwählte. Das ist hier ein Neo. Muss ich dir wirklich so sagen. In der Matrix. Das ist hier eine Auserwählte, ein Auserwählter. Von Gott persönlich auserwählt. Die Menschen zu heilen, die Menschen zu retten. Vielleicht hat man sogar eine große Aufgabe. Diese Person hier könnte sogar noch eine, weil das ist hier Midheaven. Hier, Leadership, Authority, Leadership, Regina. Ich kann nicht ausschließen, okay? Das muss nicht sein, aber ich muss es dazu sagen, dass es trotzdem sein kann, dass dieser Mann, diese Frau noch eine bestimmte Aufgabe erfüllen wird in dieser Welt. Und ich betone Welt. Hier könnte jemand zum Beispiel noch politisch aufsteigen. Oder durch irgendwas, was man tut, steigt man auf und dann wird man eine Galionsfigur. Eine Galionsfigur in der Öffentlichkeit und sorgt für ein Umdenken. Für ein Umdenken, weil diese Person ist auserwählt. Ist auserwählt, das Licht, den Menschen das Licht zu bringen. Das Mensch ins Licht zu führen. Guck mal hier. Wie eine Sonne. Ins Licht führen. Und das ist du hast hier einen Auserwählten, eine Auserwählte. Ganz ehrlich. Das ist hier der geborene Guru. Mann wie Frau. Er oder sie hat noch eine große, große Aufgabe und das kann mit dir zusammen sein. Das kann mit dir zusammen sein. Auch du könntest ein Auserwählter, eine Auserwählte sein. Dass ihr das zusammentut. Dass ihr zusammengeführt werdet hier, um wieder Gleichgewicht wirklich in die Welt zu bringen, um wieder Frieden. Frieden in die Welt zu bringen. Ace of Swords, ja, das wundert mich nicht. Das Schwert der Justitia, Ace of Swords, das Ass der Schwerter, Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, Wahrheit, das Schwert des Artus. Guck mal hier, Sieg. Hier ist der Lorbeerkranz, Sieg. Menschen den Weg zeigen, Neubeginn.
Diese Frau, dieser Mann wird einen Neubeginn initiieren in dieser Welt. Guck mal, hier hat man das Schwert. Hier ist das Schwert und hier hat man das Schwert. Man hat noch eine Aufgabe. Was steht hier? Yesra. Yesra. Also beruflich hat man irgendeine Leaderfunktion. Irgendeine Leaderfunktion, wirklich. Und weil das Asterschwert, das steht eben auch für Justiz, Justitia. Also ich kann nicht ausschließen, dass diese Person hier tatsächlich in der Justiz arbeitet. Oder Behörde, Ämter, Polizei, irgend sowas, keine Ahnung. Könnte sogar auch Menschen operieren, kann Chirurg, Chirurgin sein, Arzt, Ärztin. Kann aber auch irgendwo politisch wird man irgendwas tun oder man wird durch irgendwas, was ist, ich weiß nicht durch was, durch irgendwas wird man bekannt und wird dann zu einer Galionsfigur. Und als Galionsfigur, so, zum Beispiel, wenn du ein Star wirst, also Schauspielstars oder Sänger oder so berühmte Persönlichkeiten, ne? Die werden ja dann auch, das sind ja dann so Aushängeschilder, die, weiß ich nicht, die machen dann irgendwas Karitatives und werden das Gesicht dann für diese Gesellschaft oder für diese Marke oder setzen sich dann für Umwelt ein, für die Kinder, für Schwache, für Tiere, was auch immer. Also das kann auch die Aufgabe sein. Dieser Mann, diese Frau ist auserwählt, aufzusteigen, wann immer das auch sein wird. Vielleicht ist man schon auf dem Weg dorthin. Und um die Wahrheit auszusprechen. Die Wahrheit. Ein Umdenken. Diese Frau, dieser Mann hat die Gabe, die Menschen, wirklich Massen von Menschen, Massen, mit dem, was man sagt. Hier könnte jemand auch eine besondere Stimme haben oder das, was man, wenn diese Person spricht, hören alle zu. Da hören alle zu. Guck hier, alle gespannt. Wenn diese Person spricht, dann schweigen alle und alle hören zu, weil diese Person hier sehr weise ist. Eine sehr weise Frau, ein sehr weiser Mann, ein Auserwählter, eine Auserwählte. Und diese Person musste erstmal durch all diese Tests durch, alles. Gesundheitlich, Familie, finanziell, Job, Umfeld, Umfeld, Freunde, alles. Und wurde belogen, betrogen, bestohlen, hintergangen, um zu lernen. Diese Frau, dieser Mann musste durch eine extrem harte Schule. Auserwählt von oben. Und ist jetzt, da ist immer noch in Üben, guck mal, ist immer noch hier tägliche Praxis. Und in Stapel 1 hatte ich dann Meister. Ist noch am Lernen. Aber wenn der Tag gekommen ist, ich weiß nicht, wann der Tag da ist. Wenn der Tag gekommen ist, wird diese Person eine besondere Aufgabe haben. Wo immer das auch ist. Oh! Oh mein Gott, das hatte ich auch. Oh, das hatte ich auch in Stapel 2. Was hatte ich denn in Stapel 1? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe hier, guck mal, Ehestandskarte und Hauptpersonen. Oh mein Schatz, guck mal. Ihr zwei werdet heiraten. Ihr werdet, wenn ihr nicht heiratet, dann werdet ihr aber auf jeden Fall zusammenziehen. Das wird eine sehr ernste Partnerschaft. Einzig, was ich hier reinbekomme, ist, weil ich hier, guck mal, hier ist die Dreiecksgeschichte, siehst du das? Merkst du was? Diese Person, wenn du ihn oder sie kennenlernst, hat man sich entweder frisch getrennt oder man wird sich frisch trennen. Auf jeden Fall gibt es noch jemanden, wenn ihr euch kennenlernt, okay? Jetzt kriegt mir nicht die Krise. Diese Person wird dir verschwinden, weil du für ihn, für sie bestimmt bist. Aber auf jeden Fall wirst du noch mitbekommen, dass er oder sie gerade sich frisch getrennt hat oder sich frisch, ich kann schon nicht mehr reden,
sich frisch am Trennen ist, ja. Und da bist du. Das bist du dann. Du bist sein, du bist ihr Single. Und hier, weil das hier siebtes Haus, Justice, es kann auch für eine Scheidung stehen hier. Oder für eine Trennung. Also, woran du ihn oder sie auch erkennen wirst, ist, weil zehntes Haus steht auch für Ehe oder feste Partnerschaft, ist eben, dass man in Trennung ist, sich frisch trennen wird, scheiden wird. Okay? Das wirst du noch mitbekommen. Es ist nicht so, dass ihr euch kennenlernt und dieser Mann oder diese Frau ist schon ewig Single. Wenn ihr euch kennenlernt, wirst du noch mitbekommen, dass die sich am Trennen sind oder frisch getrennt haben, frisch scheiden und so weiter. Aber es ist ja nicht schlimm. Dann kriegst du es halt mit. Es gibt einen Grund, warum du das mitbekommen sollst. Warum, weiß ich nicht. Das wirst du dann sehen, wenn der Moment gekommen ist. Aber scheinbar sollst du diese Trennung mitbekommen. Vielleicht ist das eben auch ein Prozess. Ich habe euch doch gesagt, dieser Mann, diese Frau hat alle möglichen Höllen durchlebt. Und das kann hier auch eine Aufgabe sein, durch die man durch muss. Auch wiederum, um eine weltliche Aufgabe, eine größere Aufgabe zu erfüllen. Und das ist jetzt auch wieder ein Test, durch den man durch muss. Aber mit dir wird man auch wieder eine feste Partnerschaft eingehen, bis hin sogar, dass es zu einer Heirat kommen kann, mein Schatz. Was hier auch sehr spannend ist, das hatte ich aber, glaube ich, auch in Stapel 2, dass diese Frau, dieser Mann, sich auch sehr gerne schick anzieht, sehr schick, einen guten Geschmack hat. Das habe ich aber vorhin schon gesagt, dass man einen unglaublich guten Geschmack hat. Wenn man mal sich schick macht, sieht man unwiderstehlich aus. Also diese Frau oder dieser Mann, wenn man hier so richtig so tolle Kleidung anhat, ja. Anzug und Kleid und so richtig, aber so richtig rausgeputzt. So richtige schicke, schicke Kleidung. Oh, wow. Dann sieht man toll aus, wirklich. Also ganz, ganz tolle Persönlichkeit. Also wirklich. Das ist aber eine sehr respektable. Und ich sagte ja, das war nicht immer so. Das war nicht immer so. Das ist erst so gekommen. Das war erst, beziehungsweise das kam erst dazu. Von der Figur her habe ich eigentlich auch alles, wobei die Tendenz eher dazu da ist, dass man eher speckiger ist, also eher Rundungen hat. Rundungen, okay? Weil hier ist nicht ganz so schlank, hier auch nicht ganz so schlank, hier ist man auch nicht ganz so schlank, auch hier nicht ganz so dünn, ja. Also auch hier, also hier könnte jemand Rundungen haben, definitiv, okay. Und Haarfarbe habe ich ja vorhin gesagt. Zwar habe ich hier fast alles an Haarfarben da, aber was ich reingechannelt habe, ist, dass man entweder besonders helle Haare hat oder besonders dunkle Haare hat oder so schwarz-grau. Weißt du, so eine Mischung. So schwarz-graue Haare eventuell. Und diese Person wirklich sagt, wie es ist, ja, spricht die Wahrheit. Und ist sehr weise in dem, was man sagt. Sehr klug, sehr kluge Persönlichkeit. Okay. Wunderbar, mein Schatz. Also, Stapel 3 muss ich unbedingt Stapel 1 angucken. Denn Stapel 1 kann die Vergangenheit dieser Person sein, aber auch ein Mischmasch vom Charakter her. Dass man, da ist man so und da ist man so, okay? Also wirklich sehr ambivalent, so entweder total verspielt und lustig und albern oder halt sehr, sehr, sehr ernst, ja? Also mein Schatz, guck dir unbedingt Stapel 1 an und wenn beides nichts ist, dann guck dir Stapel 2 an, okay? Wunderbar. Also, ja, dann viel Spaß. Wenn du hier jetzt schon geguckt hast, dann
sehen wir uns entweder in Stapel 1 oder in Stapel 2 wieder. Bis gleich, mein Schatz. Mein Schatz, ich hoffe, das hat euch gefallen. Das hat dir gefallen. Und ich hoffe vor allen Dingen, dass es euch weiterhelfen wird. Warte es ab, urteilt nicht so schnell. Denn ihr wisst ja, diese Dinge oder diese Personen, die in dein Leben treten können, können ja auch mehrere Personen sein, zu unterschiedlichen, in unterschiedlichen Zeitfenstern. Die können sich auch erst später manifestieren, okay? Wunderbar, mein Schatz. Also, nochmal für alle, die das Intro nicht gehört haben, die Halbpreisaktion, die geht noch bis zum 31. Juli. Also, das ist jetzt noch die letzte Gelegenheit, zur Halbpreisaktion zu buchen. Und dann nach dem 31. Juli ist dann wieder ganz normal der Preis, okay? Also jetzt noch letzte Gelegenheit bis zum 31. Juli. Du kannst auch gerne jetzt buchen und auch später dann erst die Beratung in Anspruch nehmen, allerspätestens bis zum 30. November. Also wenn du jetzt buchst, einige haben sogar auch zwei Beratungen gebucht, die eine nehmen sie jetzt und die andere erst im November. Das kannst du natürlich so auch machen. Also das bedeutet, wenn du jetzt buchst und möchtest später die Beratung durchführen, ist möglich. Allerspätestens bis zum 30. November sollte sie eingelöst sein, okay? Und das habe ich im Intro nochmal vergessen zu sagen. Es gibt leider Probleme mit Gmail und Google Mail. Manchmal kriegst du meine, wenn du mir mit Google Mail oder Gmail schreibst, kommen die E-Mails mal an, mal nicht. Entweder bei mir mal an, mal nicht. Ich weiß nicht warum. Deshalb, wenn du buchst, dann schreibe mir bitte von einem anderen Account. Also, wenn du mir mit Gmail schreibst oder Google Mail, kann ich nichts tun. Einige haben mir auch Anfragen geschickt. Die werde ich einfach ignorieren. Wer das Intro nicht hört oder die Infos nicht hört, kann ich nichts tun. Einige haben Anfragen geschickt und mir mit Gmail und Google Mail geschrieben. Werde ich einfach ignorieren, weil es nicht funktioniert, okay? Also, wenn ihr mir schreibt, dann bitte mit einem anderen Account. Steht aber auch nochmal auf der Website. In Ordnung? Also achtet darauf, dass ihr mir bitte, wenn ihr bucht, dann auch mit einem anderen E-Mail-Account schreibt. Ich weiß nicht, warum es so ist. Ich kann es auch nicht sagen, okay? Ich muss irgendwann mal mich an Google wenden. Habe ich jetzt noch nicht die Zeit dafür gefunden, was da los ist. Die haben irgendwelche Richtlinien geändert und ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es da Problems. Und die E-Mails, die kommen weder bei mir durch, deine weder bei mir, meine weder bei dir. Und so ist es natürlich schwer zu kommunizieren. In Ordnung? Wunderbar. So, aber jetzt glaube ich, ist alles gesagt. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Ich wünsche euch einen wunderschönen Single. Wer es noch mitbekommen hat, ich habe ja mit euch mitgemacht. Ich hatte ja im Intro Stapel, also ganz blind, einfach Stapel 2 ausgewählt. Sehr interessanter Stapel. Ich werde euch berichten, ob mir dieser Mensch begegnet ist. Ein sehr magischer Mensch. Und das würde mir gefallen, einen ebenbürtigen Partner zu finden. Das wäre eine schöne Geschichte. Wunderbar, mein Schatz. Ich danke euch fürs Liken, fürs Weiterleiten und fürs Zuschalten. Ich wünsche euch eine fantastische Zeit und eine fantastische Zeit. Merkur, Merkur, Merkur. Macht sich bald wieder auf den Weg der Rückläufigkeit. Jetzt als nächstes kommt das Natalis Oraculi, das Geburtstagsorakel für die Löwen. Also, falls du Löwe in der Chart hast, Aszendent, Mars, Venus, Mond, Lilith, Chiron, Platzierung, alles Mögliche in Löwe. Oder du möchtest für jemanden schauen, der signifikante Löwe in der Chart hat, dann kannst du das gerne tun. Okay? Ja, und dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Denk daran, das Universum liebt dich. Ich liebe dich über alles. Und Gott liebt dich über alles. Ob du an Gott glaubst oder nicht, Gott liebt dich und braucht dich. Bis zum nächsten Mal. Danke für alles, mein Schatz. Mazel Tov. Inshallah, so Gott will. Deine Sensitiva.